Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Epizentrum mit mir, dem Vamp von AFA Games LP natürlich. Und wir sind schon mitten am Erobern. Wir wollen zumindest hier gerade B erobern, aber es fällt uns allen sehr, sehr schwer. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen nachhelfen. Ich suche gerade die Gegner, aber ich sehe gar keinen. Ich schnapp mir, glaube ich, mal den Humvee da vorne. Oder gebt den allen mal Deckung. Genau, den Humvee, rein da. Alles klar, soll ich den mal wegfahren? Ich glaube, ich verdrehe mal eine Runde. Ich gehe erstmal hier zu dem Punkt. Und die können rausgeschossen werden, die Fahrer. Deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Was kommt denn da von rechts? Ich kann es leider nicht sehen. Ach, egal. Weiter, weiter, weiter. Ein paar Gegner. Die ballern wir hier alle über den Haufen. Oder überfahren sie einfach. Zu A, würde ich mal sagen. Wenn uns der Sprung hier gelingt. Jawohl. Ist nicht einfach hier zu fahren. Auf Aftermath. Warum steigen die denn alle aus? Zur Hölle. So, ist doch hier komplett tote Hose. Hey, da vorne ist ein Gegner. Bam, 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 bam. Mist, steig lieber aus. Boah, sind einige Gegner. Ich hoffe, der, jawohl, Bonus bei Sichtung. Wunderbar, und ich gleich bleib sogar im Geschütz, auch wenn ich da leichter abgeschossen werde. Na, wohl leichter, nicht wirklich. Fühle ich mich hier trotzdem sicherer, obwohl der C4 dabei hat. Scheiße. Boah. Meine Stimme kackt gerade auch ab. Heiliger. Shit. Konnten wir nicht mehr mitnehmen. Ich weiß ja gar nicht, wo die anderen beiden abgeblieben sind. Die hinter uns waren noch. Hat irgendwie nicht so funktioniert. QBB. Ich glaube, die haben wir auch. Die QBB. Ja. Ah, die finde ich nicht so toll. Ach, wie geil. Einer vom Squad ist direkt dort. Direkt da. Ich glaube, wir müssen hier mal... Wir müssen hier mal eine fette Granate runterschmeißen. So, das war schon mal ein guter Wurf. Hier für alle ein bisschen Muni. Ich habe auch meine Armbrust dabei. Ist ja bei Aftermath eigentlich Pflicht. Das muss ich euch natürlich zeigen, diese Waffe. Die ich auch richtig gut finde. Zumindest teilweise, also ist nicht immer sinnvoll. Alter, was war das? So, tja. Scheiße, von wo, von wo, von wo? Moment, ich brauche Deckung kurz. Puh, 200 Schuss hat das Magazin hier. Also wenn uns da irgendjemand... Da sind sie alle. Jawohl, niederhalten, das muss der Versorger einfach. Das ist dem seine Hauptaufgabe. Killen ist eigentlich da fast Nebensache. Fast. Nachbeben gerade. Seht ihr ja. Und ich merke es gerade hier auch an der Maus. Wackelt die alles. Wackelt die Wackel. Auf zu E, Freunde. Ist irgendjemand bei mir? Ja, der da. Wie auch immer der heißt. Frenchin und PC oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir spielen natürlich Eroberung. Merkt jeder, der sich ein bisschen mit Battlefield 3 auskennt. Und hier sind einige Gegner. Und ich werde hier erstmal ein bisschen Deckung suchen. Weil da rechts habe ich auch schon einen gesehen. Die sind alle bei A, würde ich mal sagen. Vermute ich jetzt einfach mal. Was war das gerade für ein Fan? Hey, ich kann gar nicht getroffen werden. Das ist bei Battlefield 3 manchmal. Werde ich getroffen, obwohl es eigentlich überhaupt nicht möglich ist. Scheiße Granate. Und ich laufe direkt rein. Ah, Kacke. Hab's nicht gesehen, der Boden war so hell. Shit. Shit, shit, shit. Ja, ich wünsche euch allen natürlich noch eine frohe Weihnachten. Ich habe ja hier gerade so ein Weihnachtsspecial auf meinem Channel sozusagen. Weil ich halt hier gerade alles mögliche hochlade für euch. Und ja, weil also als Entschädigung, dass ich nicht täglich einfach was hochladen kann. Es geht einfach nicht, weil ich ja schulisch auch gerade was machen muss. Wir haben gerade fette Klausurenzeit und da ist nicht so mit jeden Tag zocken. Also jeden Tag zocken schon, aber nicht jeden Tag Let's Playen, da zu viel mehr ist die Zeit. Ja, eigentlich ist es die Zeit. Ich muss das Ganze rendern, zusammenfügen und so weiter und so fort. Das hat alles seine Zeit und warum schießen die immer mich ab, Mann? Genau vor dem ist einer. Wen schießt er ab? Den dahinter natürlich. Natürlich. Wieder eine Granate, die eindeutig in meine Richtung ging. Ich glaube, das ist hier eine Verschwörung. Wo ist der Penner? Da irgendwo, oder? Jetzt reicht's mir hier. Jetzt reicht's mir hier. Bereits jetzt ziemlich auf dem Battlefield 3, aber jetzt reicht's wirklich. Okay, Verbündeter, der hat uns eigentlich gut im Schutzvisier, sag ich jetzt mal. So, D wird erobert, C auch noch und B. Wir verlieren jetzt wahrscheinlich gleich alles. Was holen wir uns? D, oder? D ist eigentlich ein Schlüsselpunkt auf der Map. Epizentrum hier.
weil die ist so in der Mitte schwer zu erobern. Wenn man sie mal hat, braucht man einfach nur Granaten reinfeuern und dann gehört das Ding wieder dem Team. So wie ihr das hier gerade seht, obwohl das hier sehr, sehr wenig Deckung bietet. Ich glaube, ich hätte mich jetzt hier mal durch den Tunnel robben. Ja, mache ich jetzt auch. Das finde ich übrigens cool, dieser Tunnel hier. Ist sau voll sinnvoll. Ich wollte was sau sinnvoll sagen. Ist es auch. Man kann nicht einfach so rumkriechen. Man wird eigentlich nicht bemerkt. Außer jemand krabbelt zufällig auch durch. Aber dann kriegt er ja 200 Schuss direkt ins Gesicht. 200 Hülsen. Ja, Hülsen ist das, was hinten rauskommt. Naja. Und tatsächlich, wir haben alle Punkte verloren. Das gibt's doch gar nicht. Nicht alle, aber wir haben zwei, glaube ich. Einen hatten sie schon. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde hier nochmal... Ich werde da wieder zurückschlagen müssen, auch wenn ich hier mein ganzes Magazin leeren muss. Die Waffe glüht. Ist mir egal. So, aber da oben, ich nehme hier mal Deckung. Das ist eigentlich ein guter Platz. So, von wo kommen sie? Das weiß jemand eigentlich von da, ne? Da sind sie auch schon. Ich werde den mal niederhalten. Boah, das war knapp. Aber zum Glück ist hier ein Medic. Nein, lass mich hier mal kurz rüber. Da muss man aufpassen. Hier kommen sie immer. Scheiße. Was war denn das bitte? Wer hat da geworfen? Ich hoffe. Moment, das ist doch hier direkt in der Nähe. Hier irgendwo. Boah, heiliger. Fuck. Alter, wer hat gar nicht gesehen. Plötzlich explodiert irgendwas, alles wird schwarz. Und er lebt immer noch. So, jetzt reicht's mir aber. Oh ja, heiz mal rein da. Okay, er liegt schon am Boden. Aber Löcher kann man ja immer haben. Okay, A gehört auf jeden Fall uns. Aber der Punkt ist so unsicher wie alles. Also unsicher wie der Boss, würde jetzt der Bayer sagen. Weil hier einfach ständig Gegner kommen und die mit einer M16A3 mich killen, obwohl ich eine Patchening habe. Nee, ist sogar eine bessere. 800 Schuss hat die, glaube ich, in der... Minute. Aber bin mir jetzt selber nicht ganz so sicher. Da sind schon wieder tausende Gegner. Fuck. Mist, ey. Wir sind 13 da, nicht so schlecht. Von 48. Nee, 47. Die Gegner sind in der Unterzahl, zum Glück. Ich gehe mal... Nee, da will ich nicht rein. Zu dem da, genau. Der ist, glaube ich, in der Nähe von... Was ist das? D, oder? D, genau. Ach, D ist diese Mulde, ja. Ich dachte gerade, hier woanders. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. D, ey, das holen wir uns hier schnell vorbeigehen. Bam, 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 bam. Da sind schon wieder 1000 Gegner und eine Granate. Boah. Alter, ich erinnere mich gerade, weil ich gerade gesagt habe, das holen wir uns so im Vorbeigehen. Ich erinnere mich gerade an meinen heutigen Schultag, wo ich ein Deutschgedicht vortragen musste. Genauer gesagt, Faust. Monolog. Was Besseres kann man sich für seine Freizeit nicht vorstellen, als das auswendig zu lernen. 1,5 Seiten im Buch, das sind ja vielleicht so eine Seite, dreiviertel Seite in einem normalen. Ja, so viel ist es gar nicht. Also es sind immer so halbe Sätze eigentlich. Und das musste man auswendig lernen. Soweit so gut. Und betonen. Und das, Alter, ich habe das, bis ich das erstmal auswendig gelernt habe und auswendig konnte, das war schon für mich eigentlich eine Heidenarbeit. Und dann habe ich eine 3 bekommen, weil ich nicht betont habe. Eine 3 ist, das ist nicht so, ich bin gerade der Oberstufe, das ist jetzt nicht so der Bringer. So, ey, machen wir das Ding hier kaputt. Da ist man so frustriert erstmal. Okay, kaputt. So. Alter, lass mich hier raus. Boah, scheiße. Shit. Und dann denkt man sich, Alter, ich mache mich doch da nicht zum Affen vor der ganzen Klasse, nur um hier Beton vorzutragen. Und dann klingt das ungefähr so. Also ich kann ja mal kurz den ersten Teil, obwohl, nee, kann ich nicht, weil hier kommt ein Gegner. Doch, kann ich. Der erste Teil geht ungefähr so, habe ich so vorgetragen. Habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin. Und leider auch Theologie durchaus studiert mit Highschool. So habe ich das vorgetragen. Klingt eigentlich nicht so schlecht, finde ich. Und eigentlich müsste das dann ungefähr so klingen. Habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin. Also so vollkommen bescheuert.
irgendwie so, ja, wie die halt im Theater reden. Also ich finde das vollkommen behämmert eigentlich. Das klingt, so redet ja keiner. Ich meine, der Text ist ja eher so, dass Faust recht depressiv ist, kann man so sagen. Also der ist in dem Moment enttäuscht von sich selber, merkt, er kann nichts lernen und so weiter und so fort. Und da rede ich doch nicht hier so betont. Ich meine, da rede ich doch so richtig schön depressiv eigentlich. Ja, aber das, die Deutschlehrerin macht leider die Theatergruppe und dann ist das nicht so einfach, dass man das jetzt... Ja, nun, Theater ist halt... Theater ist ein purer Schwachsinn. Ich meine, Filmen redet ja keiner so, aber gut. Shit. Zur zweite, die machen das ganz schön gut, der Joe Black R. Mit Schalldämpfer benutze ich auch ziemlich gern. Aber macht die Waffe halt ein bisschen ungenauer und bringt jetzt auf so Maps, die recht weitläufig sind, eigentlich nicht. So, jetzt heizt es doch jemand. Jetzt heizt es mal. Hier noch einer ist, der wird richtig durchfächert. Aber hier ist irgendwie keiner mehr, hat er nochmal. Shit, ist die ungenau. Boah, die ist so ungenau. Der ist gerade gesehen, wie die verzogen ist. Ich habe ja versucht, die Waffe ruhig zu halten, hat aber nicht geklappt, leider. MTAR-21 oder MTAR, sage ich oft auch. Ist auch einiges präziser. Und wenn man dann eben direkt ohne Zweibein, ohne ausgefahrenen Zweibein voreinander steht, nur schnell die Arschkarte. Ah, mit Zweibein ist man hier der King. Das ist, da verzieht die Waffe eigentlich gar nicht. Und vor allem Niederhalten ist halt hier das Allerbeste und ich werde das hier wieder tun. So, Niederhalten. Aufopfern gehört auch dazu, leider. Mache ich auch oft absichtlich. Aber in dem Fall nicht. Der hat die Patchenlänge und ich habe. Patchenlänge heißt die. Und ich habe eine M249, die einen Tick besser ist. Also von der Präzision auch. So, ich bin jetzt mal bei A angekommen nochmal. Ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass bald wieder erobert wird. Ich bleib hier mal kurz. Da kommen sie nämlich schon wieder alle. Und ich bleib hier wirklich drin. Weil da kommen einige. Ich habe es gerade nur so aus dem Augenwinkel kurz gesehen. Da ist schon wieder so ein Pen. Moment. Lass ich mal hier das Zweibein aufstellen. So, wenn jetzt einer rausschaut, der hat keinen Kopf mehr. Das kann ich euch sagen. Schon wieder ein Toter. Verdammte. Zwei Tote. So, jetzt aber. Ich halte voll rein, weil wenn der einmal sein Visier anlegt, dann trifft er mich auf jeden Fall. Sein Snipergewehr. Komm schon. Schau raus, Freundchen. Er schaut einfach nicht raus. Doch jetzt. Verdammt, die ducken sich so schnell. Und ich habe nur 57 Schuss. Wird langsam eng. Wird eng. Boah. Verdammt, schon wieder Joe. Er ist nicht schlecht, Joe. Ich glaube, der ist von unten gekommen. Sehr clever. Ja. Das muss man eigentlich auch machen, wenn man den zurückhaben will. Das ist eigentlich die einzige Chance von unten kommen. Ansonsten mit Squad und allem, was geht. Hinrushen, aber erobert, klar. Das ist unglaublich. Wenn ich da nicht irgendwie ziel und das Zweibein, also wenn ich ziel, ohne Ziel geht eigentlich nur noch niederhalten. Hat aber gerade auch nicht so toll funktioniert. Mit Zielen, da kann man auch schon mal einen umbringen, wenn er nicht allzu weit entfernt ist. Aber wenn man dann auch noch und mit zwei Beinen trifft man eigentlich alles. Aber so auf die Distanzen, dass die Waffe, ist nicht gerade die Stärke von der Waffe. Leider. Aber dafür hat sie 200 Schuss und kann man richtig schön reinhauen. Okay. So. War hier gerade Wasser? Cool. Hab ich gar nicht, noch nie gesehen. Das hat sich gerade so angehört. Ja, wieder auf mich oder was? Alter, ich raste hier gleich aus. Ich bin immer so. Pechvogel. So, jetzt aber den habe ich ja mitgenommen. Gib mir Rückendeckung bitte. Alter, ich gebe dir mal Rückendeckung. Lauf hoch. Oder halt Deckung einfach. Okay. Nachbeben ist gerade sehr, sehr schlecht. Und rein. Und los. Und hopp. Und jetzt. Ah, wo müssen wir denn eigentlich hier hin? Scheiße. Ich heiz wieder voll rein. C ist angesagt. Okay. Ist hier Muni für dich? Shit, der lebt noch. Oder auch nicht. Alles klar. So, das gehört schon mal. Nee, gehört noch nicht ganz uns. Ich habe hier meine Granate dahinter. Wer weiß, ob das schnell noch um die Ecke kommt.
Ja, hat auch direkt zurückgeworfen und ich werfe die Decke ab. Oh mein Gott. So, C gehört uns und da gehen wir auf jeden Fall lang, weil da ist einer. Ziemlich sicher. Wo der sich versteckt, ist die andere Frage. Ich kann mir vorstellen, dass der hier unten irgendwo... Nee, B erobern wir gerade oder er wurde schon getötet. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Fettes Geschütz. Fettes Geschütz. Aber das, auch das können wir erledigen. Der muss nur ein bisschen stillhalten und ich muss mein Zweibein ausfahren. Alter, Alter, macht, der macht Suizid, ja. War klar. Nee, doch nicht. Ist davor schon zerstört worden, die Karre. So, ich bin jetzt hier sehr... ich liege gerade sehr offen, aber ich muss das gerade machen. Wenn ich die Gegner überhaupt... Ja, da ist, glaube ich, sogar der ihre Base. Da machen wir jetzt mal nichts. Das ist ja dann Base-Rapping. Oder Reaping, oder wie auch immer. Dann heulen ja wieder alle rum. Also auf zu D. Und dann vielleicht A oder E können wir uns mal holen. Ich glaube, ich hole mir jetzt auch E. Ne, komm, erstmal hier. Das kann nicht sein. Ich renn gleich mit der Shotgun rum. Hilfe bei Kill 91. Das gibt's nicht. Kann nicht sein, oder ich... Na... Ne, ich will die Klasse jetzt eigentlich schon behalten. Aber ich glaube, ich wechsle jetzt. Ne, komm. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Die L86, die können wir mal nehmen. Die ist noch einigermaßen präzise und da vorne ist auch schon so eine nette Karre. Die übrigens hier das neueste Modell ist von VW. Der neue VW Rhino. Ne, ist so schrottig ist VW gar nicht. Also, nicht immer. Ich finde so ein VW Golf zum Beispiel ist jetzt nicht so mein Ding. Also rein vom Aussehen her. VW Golf GTI hingegen, der hat schon die nötige Power, schaut zwar genauso scheiße aus, aber hat halt die richtige Power. Ich finde das eigentlich beim Auto ganz wichtig. Und so teuer ist das Teil gar nicht. Jetzt wird's auch für VWs. Ich komme hier nicht von der Stelle. VW Polo. Ne, da gibt's nur noch eigentlich nur noch so. So, ja. VW Bus natürlich auch geil. Also wirklich Hammer-Autos gibt es eigentlich da nicht mehr. So, den habe ich. Den habe ich mitgenommen. Jetzt auf zu E, Freunde. Obwohl E gerade ja schon erobert wird, dann gehen wir doch mal zu. Wow. Nein, komm schon. Den hole ich mir. Den hole ich mir, auf jeden Fall. Da ist er. Boah, Alter, ist der frech. Das war frech. Ich glaube, ich steige lieber aus. So, weil hier ist auch noch Mörser anwesend. Boah, leck. Mit Mörser hört einfach der Spaß auf. Und ich glaube, wir haben uns Sniper and Downs, also das volle Programm, volle Programm. Viel zu laut war ich da. Scheiße. Scheiße. Petschenek. Von wo bitte? Aber mit zwei Beinen, ja. Ohne zwei Beinen ist es ja, kann man ja träumen, bis dass man da einen trifft. Okay, das Match scheint ein bisschen zu dauern. Aber es ist ja mein. Den, oh, der hat mich sehr schön rausgeschossen. Na, den natürlich nicht. Aber den habe ich echt, das überrascht mich gerade. Und wir sind 10. Ich möchte ein bisschen meinen Let's Play Rang sozusagen, also meinen Let's Play Battlefield 3 Rang erhöhen. Weil wir mal ablosen. Oder ihr natürlich nicht, weil ihr könnt das wahrscheinlich alle besser als ich. Weil ich los immer ab. Beim Let's Play natürlich, sonst bin ich hier der Pro. Sonst bin ich hier der Pro. Ne, also wenn ich nicht Let's Play, dann bin ich eigentlich um einiges besser, obwohl 10 eigentlich nicht so übel ist. Da wäre ich bei denen da drüben ja sogar 8er oder sowas. Die Armbrust benutze ich jetzt nicht mehr, die bringt es irgendwie nicht. Ich nehme mal C4 mit. Alter, wo springen die denn alle rum, die Gegner? Achtung. Aufpassen, ist sowas von unsicher, wenn der Mörser ja auch noch reinballert, dann hat der ganze Spaß auf. Boah, meine Stimme ist ein bisschen im Arsch, ich habe nämlich gerade Metro Let's Tested. Boah, das war ganz schlecht von ihm gemacht, da hätte er sofort schießen müssen. Auch wenn ich mich da auch nie traue, wenn da so viele Gegner auf dem Haufen sind, möchte man ja alle mitnehmen, da weiß man nie, Granate, schießen oder nicht aufpassen wie gerade. Absma, die Namen auf die teilweise kommen. AVA Games LP hat übrigens einen Sinn. AVA steht für meinen Namen, Nachnamen. Ich habe
Doppelnachnamen. Und deswegen dieses AVA Games, ja, weil ich hier gerade Spiele spiele und LP, weil ich ein Let's Play mache. Eigentlich ganz einfach. Und da kommt einer, ich bin mir ziemlich sicher. Werf direkt noch eine rein. Aber wo der ist. Ah, shit. Shit, 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 shit. Boah, jetzt wird's eng, Freunde. Jetzt wird's eng. Der muss schon daran glauben, hat aber schön die Granate für mich abgewehrt. Und der hinten hat, glaube ich, aufgeräumt. Okay. Ach komm, jetzt hätte ich den so schön in den Rücken fallen können. Und da drüben ist einer mit Laserpointer. Hat man gerade gesehen an der. An diesem roten Blendlicht. Folgen wir einfach mal unseren Kompanen hier, oder? Ne, wie gehen wir hier? Da ist ja auch schon einer. Okay. Schade, ich. Granaten habe ich gerade nicht mehr. Aber ich werde nicht in den Rücken geschossen. Okay. So, erstmal ein bisschen Muni. Hier hol dir auch ein bisschen Muni, Freundchen. Freundchen doch. Schlawiner. Okay. Gut, dass ich den noch mitgenommen habe. Und ihr anderen hat mitgenommen, aber ist ja eh egal. Ach du Scheiße. Voll die Granate eingeschlagen. Verdammte Kacke, jetzt muss ich ein bisschen. Wo ist denn der Gegner? Es war gerade Absicht, dass ich nicht stehen geblieben bin, weil ich bin gerade ein bisschen rumgelaufen. Ich hatte ein bisschen Schiss vor dem Mörser, der da gerade leider rumschießt und ich glaube, ich werde den leider abschießen müssen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. So, Mörser ausfahren. In Position und jetzt zurückgeschossen. Sei genau den da ins Gesicht. Scheiße, er hat mich, glaube ich, schon bemerkt. Oh, 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 ich habe ihn aber schneller bemerkt. Haha. Hier ist auch schon so ein Priester. Schieß mal dem ab. Oder hier. Alter. Ich werde mich rächen müssen. Avenger. Ich bin ein Avenger. Alter, ist da gerade eine gegnerische Leiche. Ja. Die irgendwie von hinten gekommen ist. Ich habe die gar nicht gesehen. Ey. Freundchen. Du läufst ein bisschen falsch. Ich treffe ja gar nichts mehr. Ist ja blöd. Aber jetzt. Jetzt aber. Der hält still. Und. Ach, fuck. Treff nichts mehr. Nochmal. Alter, hier kommen ja ständig Gegner, kann das sein? Ich habe bis jetzt noch keinen tödlichen Treffer. Yeah, Hilfe bei Killer, das reicht jetzt schon. Ich muss eine Position wechseln, sonst überlebe ich das nicht mehr. Hä, hey, warum? Oh! Ich habe gerade aus Versehen Klasse gewechselt, weil ich eher gedrückt gehalten habe. Dabei wollte ich eigentlich nur meinen Mörser wieder aufheben. Das ist ja scheiße. Aber der hätte mich jetzt eh, naja, Famas. Und wir sind Platz 9. Und ich denke, da ist noch Luft nach oben, wenn ich jetzt in meine Masterklasse wechsle, mit der ich am besten zurechtkomme. Das mache ich jetzt am Schluss auch. Wir wechseln zum Medic. Mit dem ED-Kit natürlich. Ist jetzt Medic einfach Pflicht, sonst macht der gar keinen Sinn, weil nur wiederbeleben ist nicht so effektiv. Und, es ist natürlich effektiv, aber Medikits ist halt noch. Ist halt so in der Schlacht entscheidend eigentlich, wenn da eins liegt oder nicht. Ist wichtig. So. Könnt euch denken, warum. Von wo, Mann? Ich hasse es, wenn ich nicht sehe, von wo. So, am besten sagen, ich bin hier. Ich bin der, ich bin da. Huhuhu, Epidemie. Ja, ich kriege auch gleich eine Epidemie. Und, ich hoffe, dass ihr alle den Weltuntergang überstanden habt. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, dieses Thema ist so erbärmlich. Weltuntergang, wie kann man. Allein die Idee ist doch bescheuert. Wie wenn von einem Tag auf den anderen die Welt einfach untergeht. Also, da gibt es so viele Asteroiden, die das schon vor Millionen Jahren vorausschauen können. Sagen können. Ja, jetzt gibt's eine, oder, also jetzt stürzt irgend so ein Meteorit auf die Erde ein, oder eben nicht. Man kommt plötzlich irgendwelche Mayas, die dann hier mit ihrem Kalender daherkommen und meinen, jetzt müssen wir hier eine Panik auslösen, und das Schlimmste ist ja, glaub mir Leute dran. Das ist ja das, was mich am meisten ärgert. Dass der Kalender da zu Ende geht, ist ja schön und gut. Was das mit uns zu tun hat, frage ich mich, oder was das vor allem mit der Welt zu tun hat. Das
es dann wirklich Leute gibt, die dann da so, die dann da wahrscheinlich sogar zu Hause sitzen und bieten, das finde ich ja komplett bescheuert. Wie kommt man denn auf sowas? Wie kommt man auf die Idee, mal einen coolen Jeepy abzuschießen? So sicher der. Also das finde ich ja wirklich, ich meine, nur weil so ein Kalender ausgeht, was hat das mit Weltuntergang zu tun? Vor allem, auf welchen Tatsachen beruht das, dass es jetzt plötzlich die Welt untergeht? Das hat doch rein jetzt vom logischen Denken, kann das ja gar nicht sein. Woher sollen die das denn wissen, dass die Welt untergeht? Hat die irgendwie... Oh, ja, der hat sich gerade irgendwie wegteleportiert. Ist irgendwie jemand zu denen herabgestiegen und hat gesagt, die Welt geht unter nach 5000 Jahren oder so? Ja, aber es ist ja gerade Medienthema Nummer 1 und Let's Player beschäftigen sich auch damit. Also die Überschriften da sind jetzt teilweise Weltuntergang, Weltuntergang, so wie bei mir jetzt natürlich auch. Ja, ist natürlich ein Ding, dass da jetzt der Kalender zu Ende geht. Echten Event. Komm, der hat so schön aus dem hier rausgeschaut. Boah, es geht gerade noch gut. Nochmal geht das nicht. Ich arbeite mich vor, Leute. Weltuntergang-Alarm hier. Weltuntergangs-Sommersong. Kennt ihr ja. Okay. Hier scheint alles sicher zu sein. Ah, durch die Flagge. Hier sieht man die Gegner ja auch manchmal nicht. Das ist eine sehr blöde Stelle. Da kommt ja schon einer. Und die Granate. Und dann fahren wir es noch dazu. Ah, die jetzt fast die Punkte bekommen. Neunter immer noch. Aber wir kommen Xeonos immer näher. Und ich will jetzt schon so einen Rekord aufstellen, ne? Let's Play Battlefield 3 Rekord. So, dann muss ich mich aber ranhalten. Na toll, wer steht der da? Was ist das bitte? Hä, wer tötet die denn immer? Ich will die töten. Okay. So, sicher. Hier ist auch alles sicher. Hier gehe ich nicht lang, das hat bis jetzt noch nie geklappt. Ach du Scheiße. Wie viele da sind. Und da war ich gerade beim Nachladen. Alter, und wir sind vorbei an Xeonos 7. schon. Nee, Xeonos wieder vor uns, aber wir sind 7. Wie hat denn das geklappt? Wixfried, wie gehen wir zum Fried, der sich ja tapfer hält. Gleich mal ein Medikit und ich glaube, wir werden. Scheiße. Boah, Alter, das war knapp. Werd wiederbeleben. Moment. Shit, der ist weg. Leider schon weg. Boah, den habe ich noch mitgenommen. Die Mesesopfer. Was heißt denn das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Immer noch sind da. Wir kommen ran an Xeonos auf jeden Fall. Ob wir Wixfried. Wixfried. Ob wir den noch einholen, Alter. Oh Gott. Der Name. Das weiß ich jetzt nicht. So, hier können wir erstmal raus. Wieder in die frische Luft. Und wo geht's denn eigentlich lang? Wir wollen darüber mal. Irgendwo da rechts rüber zu D oder A. Ich habe einen Sniper-Schuss gehört. Links gerade ein Gegner gelaufen. Ich möchte trotzdem mal C aufmachen. Die Waffe ist so geil, die M16. Das ist mein Favorite. Das ist mein Favorite Man. Boah, warum? Da kommt ja mein Gegner und der Schuss kommt irgendwo von rechts. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Puh, und sind wir. Ach, shit, wir sind wieder ein bisschen abgesunken. Die punkten aber auch. Ich bleib mal beim Wix und klau ihm die Kills einfach. Ich bin jetzt mal voll asozial. Hier Leben für euch. Ich brauche ein bisschen. Ach du Scheiße. Boah. Ich will die alle heilen. Es gibt Punkte für mich. Nein. Nicht alle konnte ich heilen, aber ein paar. Der einfach durchgefahren ist, wie das aussah. Plötzlich liegen überall so blöde Reanimationszeichen rum hier schon wieder. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Leben für alle. Nein. Da müsste auch noch ein Medic anwesend sein. Komm schon. Jawohl, sehr gut. Hier. Hallo? Hallo, ich kann kein Medikit werfen. So, jetzt. Okay, rechts sind auf jeden Fall genug. Jawohl, komm, wir brechen mit denen da.
Granate. Jawohl, habe ich wieder. Wir müssen eigentlich schon längst an dem vorbeigezogen sein. Jetzt stürm mal, Freund. Komm wieder. Komm her, Alter. Puh. Yes. Hat gut geklappt. Oh, da sind noch einige. Shit, habe ich nicht gesehen. Und wir sind Sechster. Da haben wir richtig gepunktet. Und der Fried. Der Fried, der ist verdammt. Der Fried. Okay. So. Dann zu B, Freunde. Oh, eine ganz knappe Sache. Leben zum Glück noch. Und der lebt auch wieder. Scheiße, Mann. Die wissen, dass ich da bin. Haben direkt eine hochgeworfen. Und hier ist alles unscharf. Schon seit mehrerer Zeit. Und ich werde erstmal da drüben die Penner wegräuchern. Aber ich glaube, die sind schon weg. Die sind zumindest nur Verbündete. So, ich traue mich da mal runter. Irgendjemand muss es ja machen. Oh. Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. Und zwar richtig fett. Dein Team hat gewonnen. Und wir sind Sechster geworden. Das ist ja der Hammer. Ein Kill mehr und wir wären auf jeden Fall Fünfter. An den vierten Rad wären wir auf keinen Fall rangekommen. Der hatte ja irgendwie 11.000 irgendwas. Und wir waren gerade mal bei 8.000 oder so. 20 Ordensbänder. Wir sind Colonel Service Star 1. Hier die Aufträge. Rambo. Wie kriegt man denn Rambo? Das will ich mir noch schnell reinziehen. Rambo. Erziele 20 Kills in einer Runde. Ach, wie geil, hat schon mal geklappt. Erziele 10 Kills, ohne selbst zu sterben. Was? Erziele 5 Multikills. Gott. Sehr unmöglich. Kampfsanitäter, das könnte ich noch schaffen. Das geht eigentlich. Ja, das war's von meiner Seite aus. Frohe Weihnachten. Viele Geschenke wünsche ich euch allen. Und ich freue mich auf euch. Tschüss.